Hallihallo. Heute habe ich ein super spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor wir loslegen, ist bei dir jetzt auch der Sommer ausgebrochen. Bei uns in Wien ist traumhaft schönes Wetter. Es ist super heiß, ein bisschen windig, aber es ist echt heiß. Brauche wieder Luft bei mir. Also mich würde mal interessieren, wie es bei dir ist. Hast du auch so schönes Sommerwetter diese Woche? Und genießt du, dass aus den Gärten inzwischen die ersten Erdbeeren kommen? Spargelsaison ist schon langsam vorbei. Also du kriegst mit, wir werden wieder über das Thema Essen sprechen. Hallo, wer ist denn da schon wieder dabei? Alex, Michi ist dabei, die Nadine. Ich freue mich voll, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe heute mitgebracht meine besten Tipps bei Histaminintoleranz oder Histaminunverträglichkeit. Und ich freue mich sehr, dass da jetzt schon einige zuschauen. Es wäre jetzt für mich einmal ganz, ganz spannend. Sagt dir das Thema Histamin etwas? Ist dir Histaminintoleranz ein Begriff? Gibt es vielleicht eine Frage dazu, die ich dir beantworten kann? Ich nehme mir jetzt sehr, sehr gerne Zeit dafür. Urlaub an der Ostsee, Alex, da wäre ich jetzt auch gerne. Ich liebe die Ostsee, ich war dort einmal Fahrradfahren, das ist ganz, ganz wunderschön. Aber ich fahre nächste Woche ans Meer, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Bevor wir aber wieder in Urlaubsgefilde gehen, wird ein bisschen gearbeitet. Also Histamin, Alex, du spürst das beim Wein, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und Histaminintoleranz, ich arbeite ja seit 20 Jahren als Ernährungsberaterin. Ich habe etwa 8000 Menschen betreut. Und gerade in den letzten 5, 6 Jahren kommen vermehrt Menschen zu mir mit einer Diagnose Histaminintoleranz. Und dann ist für mich immer die große Frage, wie wurde es festgestellt? Und da sind wir dann schon bei so einem Punkt, wo leider auch die Wissenschaft noch sehr streitet. Es gibt nicht wirklich gesicherte diagnostische Verfahren. Und deswegen ist alles, was Menschen oft so an Befunden haben, sage ich nur ein Teil der Wahrheit oder nur eine Seite der Medaille. Und deswegen nehme ich mir jetzt wirklich Zeit, dir mal ein paar Grundlagen zum Thema Histamin zu erzählen, damit du da ein bisschen ein Gefühl dafür kriegst. Und ganz, ganz wichtig, das verrate ich dir jetzt schon, die Diagnose Histaminintoleranz ist nicht so schlimm, wie sich's immer anhört. Und alles, was da so herumgeistert an Verbotslisten und was man alles nicht darf oder muss oder soll, das ist teilweise harte Arbeit, das wieder aus den Köpfen der Betroffenen rauszukriegen. Aber weniger ist oft mehr und sich nicht so mit Informationen überfrachten und alles weglassen. Und den vollen Stress bekommen mit dem Essen, das ist meistens schlimmer als die Diagnose. Ja, mich würde wirklich interessieren, wer von euch betroffen ist oder auch im Umfeld. Und die Alex hat schon schön gesagt, Histamin kennen Sie vom Wein. Also Wein, Sekt, Prosecco, Alkohol, das sind einmal Zutaten, die Histamin enthalten. Manche mehr, manche weniger. Das Gute ist, Alkohol ist kein Grundnahrungsmittel. Das können wir wirklich, wenn es ist, mal ein bisschen reduzieren. Aber wir kennen Histamin auch von so wunderbaren Zutaten wie Tomaten, Käse, Schokolade, Fisch. Und wenn man wirklich mit seiner Diagnose Histaminintoleranz betroffen ist, werden einem oft die Lieblingslebensmittel weggenommen. Und das fühlt sich nicht so gut an, weil man dann oft sehr verunsichert ist. Wie soll das weitergehen? Und das Wichtigste ist, jeder lebendige Organismus, und letztendlich ist ein Lebensmittel auch was Lebendiges, chinesisch gesehen, ich arbeite ja mit der integrativen Ernährung, das heißt sowohl mit westlichen ernährungswissenschaftlichen Wissen, als auch von der TCM, traditionell chinesische Medizin. Also überall, wo wir Qi haben, und das haben wir in Lebensmitteln und im Essen, oder alles, was lebt und Zellen hat, enthält einmal per se Histamin.
Und das bedeutet auch, unser Körper hat schon einmal Histamin oder erzeugt sehr viel Histamin. Und das ist ein bisschen das Problem, das ich sehe, wenn da draußen immer Tests, Befunde, alles Mögliche gemacht wird und auf einmal heißt, ja, du darfst nichts mehr mit Histamin essen. Das ist erstens gar nicht so einfach, weil jedes Lebensmittel enthält mehr oder weniger Histamin oder ist auch ein sogenannter Histaminfreisetzer. Das erkläre ich da dann noch, was damit gemeint ist. Das ist einmal das eine. Also man kann Histamin im Essen kaum vermeiden. Ja, dann müsstest du dich wirklich nur mehr von Reis und Wasser ernähren. Und das ist auch nicht gesund, sondern unser Körper erzeugt auch Histamin. Und unser Körper erzeugt ganz viel Histamin, wenn du gestresst bist. Das heißt, dann läuft deine Histaminproduktionsmaschine an. Also wir sind wieder bei einem Thema, das die Menschen in der Ernährungsberatung nicht so gerne hören. Stress ist ein großer Verstärker der Beschwerden. Und meistens ist es nicht das arme Lebensmittel, das kann gar nichts dafür, sondern es ist der ganze Lebensstil und der Stress. Und verstärkt wird das, wenn in deinem Darm etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, wenn du Allergien, Unverträglichkeiten sowieso schon hast und deine Darmschleimhaut vielleicht immer überreizt ist, unser Darm ist ja auch unser Immunsystem und dann produziert deine Darmschleimhaut ständig Histamin. Und das heißt, es ist nicht so sehr das Essen das Problem, sondern deine Eigenproduktion im Körper. Die gute Nachricht ist aber, wir können sehr, sehr viel tun, um diese Eigenproduktion im Körper zu reduzieren. Und das ist auch das, was ich meinen Lehrgangsteilnehmern beibringe, dass ich sage, bitte lernt und beratet die Menschen dahingehend, dass sie nicht Angst vorm Essen haben, weil das ist Stress, das tut überhaupt nicht gut, sondern unterstützt Menschen, dass ihre Eigenproduktion an Histamin wieder runtergeht. Weil je mehr du deine Eigenproduktion an Histamin reduzierst, desto umfangreicher kannst du essen, desto vielfältiger und ausgewogenes Essen bedeutet, du stärkst deinen Körper. Alles weglassen führt oft zu einer Mangelernährung und verstärkt das Problem. Ist das stimmig? Macht das Sinn für dich? Hast du vielleicht eine ähnliche Erfahrung? Also ich glaube, Histamin ist wirklich so ein spannendes Thema. Da würde mich jetzt von der Community auch ein bisschen interessieren. Bist du betroffen? Hast du mal einen Befund bekommen? Wie bist du damit umgegangen? Wie sind deine Erfahrungen? Bitte teile es in den Kommentaren mit uns, weil wir lernen sehr viel voneinander. Das sage ich auch immer. Alles, was ich heute kann, kann ich auch dank meiner Kunden, weil ich sehr viel von ihnen gelernt habe. Und das ist eben das, wenn man mit so vielen Menschen arbeitet, kriegt man einen sehr großen Überblick. Also, Histamin produzierst du selbst. Histamin ist eine Substanz, die bei unserem Immunsystem eine große Rolle spielt. Und wenn das Immunsystem überreizt ist, möglicherweise durch eine Pollenallergie, durch einen Heuschnupfen, dann ist dein Körper schon einmal voll mit Histamin. Und dann macht es natürlich Sinn, einmal die Histaminzufuhr von außen ein bisschen zu reduzieren. Und ich habe jetzt zwei Dinge angesprochen. Also erstens, die Diagnostik ist sehr schwierig. Die Diagnostik ist sehr umstritten. Es gibt sehr viele Fehldiagnosen. Es ist auch oft sehr teuer. Das heißt, ich empfehle immer, wenn jemand Beschwerden hat, einmal von Haus aus davon auszugehen, dass Histamin möglicherweise ein Thema ist. Und einmal 2, 3 oder 4 Wochen eine histaminreduzierte oder histaminarme Ernährung durchzuführen. Und eine histaminarme Ernährung ist leichter, als du glaubst. Da kannst du sehr, sehr viel essen. Aber wichtig ist, die sogenannten Histaminbomben einmal wegzulassen. Also das ist das eine. Was sind so Histaminbomben? Histaminbomben sind zum Beispiel gereifte Lebensmittel, gereifter Käse, Salami, Alkohol und leider auch Kakao, weil der ist fermentiert. Also auch Kakao, Schokolade ist etwas Gereiftes und
Das sind Lebensmittel, die man mal weglassen sollte. Das sind aber alles Lebensmittel, die ich bei einer ausgewogenen Ernährung jetzt sowieso nicht empfehle. Was ist eine ausgewogene Ernährung? Gekochtes, gedünstetes Gemüse, Suppe, Eintopf, Ofengemüse aus der Pfanne, dann ein hochwertiges Eiweiß dazu. Das kann ein Spiegelei sein, das kann ein Hühnerfleisch sein, das kann auch eine Linsensuppe sein mit Gemüse und dann auch frisch zubereitete gekochte Beilagen, ob Kartoffeln, ob Reis, ob Hirse, ob Buchweizen. Das sind grundsätzlich alles Lebensmittel, die sehr, sehr gut verträglich sind. Aber eine Tafel Schokolade als Zwischenmahlzeit ist eben nicht so ideal, wenn du den Verdacht hast, mit Histamin ein Problem zu haben. Wie äußert sich eine Histaminintoleranz? Da würde mich auch ein bisschen hier die globale Erfahrung von euch interessieren. Das ist nämlich sehr vielfältig. Der eine kriegt Kopfweh, der andere hat Magen-Darm-Beschwerden, manche haben Ausschlag, Rötungen von der Haut, andere haben so Hitze, Flushes. Also die Beschwerden sind sehr, sehr vielfältig. Und alles, was mit Hitze, Ausschlag, vielleicht auch Durchfall, Verstopfung, Verdauungsbeschwerden, Ekzem zu tun hat, da haben wir in der chinesischen Medizin zum Glück die Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir schauen immer aufs Yin- und Yang-Gleichgewicht, müssen wir die Säfte stärken. Also mit dem ganzheitlichen Blick können wir bei Histaminintoleranz sehr, sehr gut unterstützen. Ja. Was beim Histamin dann auch noch ein Thema ist, ist das DAO, DAO geschrieben. Das ist das Enzym, das das Histamin in unserem Körper abbauen soll. Und dieses DAO ist bei vielen schon verringert. Entweder, weil sie regelmäßig Alkohol trinken. Der Alkohol blockiert leider dieses Enzym. Und deswegen haben wir dann eine doppelt ungute Geschichte. Wir nehmen Histamin über den Alkohol auf und der Alkohol hemmt den Abbau vom Histamin. Also Alkohol trinken ist definitiv keine gute Idee, wenn du da Probleme hast. Und auch wer regelmäßig Medikamente einnimmt, ist dieses DAO auch ganz häufig blockiert. Und das sind so ganz übliche Medikamente, die manche wirklich regelmäßig einnehmen. Da wissen auch die Hausärzte oft zu wenig Bescheid. Also regelmäßige Medikamenteneinnahme ist häufig ein Grund, warum so eine Histaminintoleranz entstehen kann. Und wie gesagt, wenn der Darm nicht ganz in Ordnung ist, dann haben wir auch dieses Histamin-Thema. Jetzt würde mich aber interessieren, ob es Fragen gibt dazu. Ist das verständlich? Kannst du damit was anfangen? Ist das brauchbar? Ist irgendwas unklar? Ich schaue mal, was da schon reinkommt. Die Alex hat Heuschnupfen. Ja, da wird dein Körper ein bisschen voll sein mit Histamin. Und wie gesagt, Histaminbomben reduzieren und ein bisschen drauf schauen, dass du dich sehr, sehr hochwertig ernährst. Also frisch gekochtes Essen hat am wenigsten Histamin, aufgewärmtes Essen hat leider den Nachteil, dass das Histamin auch entsteht, also diese sogenannten biogenen Amine, wo das Histamin dazugehört, das entsteht auch durchs Warmhalten. Und deswegen ist ein frisch gekochtes, hochwertiges Essen am besten. Ja, dann habe ich gesagt, es gibt auch Histaminfreisetzer. Das sind so Lebensmittel wie Erdbeeren. Also die Erdbeeren enthalten selber kaum Histamin. Aber wenn wir Erdbeeren essen, wird aus unserem Körper, der eben voll ist mit Histamin, vermehrt Histamin freigesetzt. Das heißt, das ist dann im Umlauf in unserem Blutkreislauf und das passiert durch die Erdbeeren, das passiert auch durch Avocado und das passiert auch durch Cashewnüsse. Also ich sehe das oft so in der veganen Ernährung, dass auf einmal Beschwerden auftreten, die vorher nicht da waren, weil halt gehäuft dann Avocado, Cashewnüsse und solche Sachen verzehrt werden. Kakao möglicherweise auch, dann oft auch sehr viel Fruchtzucker, weil dann so Tortenböden mit Datteln und Feigen gemacht werden. Da haben wir dann oft so eine Kombination aus Fruchtzuckerunverträglichkeit und Histaminunverträglichkeit. Da ist definitiv ein gutes gekochtes Essen, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Reis, Gemüse, Hühnerfleisch, Linsensuppe,
besser, als mit großen Mengen Cashewnüssen zum Beispiel zu arbeiten oder ständig Avocados zu essen, ist bei Histamin nicht so eine gute Idee, wobei man sowohl Cashewnüsse als Avocados auch aus anderen Gründen ein bisschen kritisch sehen kann. Ich habe ja 3 Jahre in Mexiko gelebt, wie ich meine Diplomarbeit und Dissertation geschrieben habe. Und da war ich auf einer Cashewnussfarm und das ist nicht lustig, wie sich die Frauen die Finger verätzen, weil die Cashewnuss sehr schwer rausgeht aus der Schale. Die haben dann meistens keine guten Arbeitsbedingungen und da kommt wirklich so eine, das wird mit Säure, wird da gearbeitet. Das ist leider kein schönes Gewerbe. Es werden vermehrt Maschinen eingesetzt, ist auch wieder nicht so optimal, weil dann die Arbeitsplätze wieder weg sind. Also wir haben auch viele heimische, saisonale Lebensmittel, die gesund sind und die gut tun. Man muss nicht ständig nur Cashewnüsse essen. Aber das ein bisschen beiseite. Cashewnüsse sind große Histaminfreisetzer. Ja, und wenn eben durch Lebensmittel wie Erdbeeren und Cashewnüsse sehr viel Histamin im Körper freigesetzt wird, sind wir auch wieder geflutet und histaminarme Ernährung gibt es Listen. Das Problem ist halt ein bisschen, dass Lebensmittel lebendig sind. Das heißt, dieser Gehalt an Histamin ist, müssen wir eigentlich jedes Lebensmittel im Labor untersuchen und eigentlich stündlich, weil Lebensmittel, wenn sie länger gelagert werden, wenn sie länger liegen, verändert sich durch den Abbau von Histidin, das ist eben eine Aminosäure im Lebensmittel, die wird dann zum Histamin. Das heißt, je länger ein Lebensmittel gelagert wird, desto höher ist der Histamingehalt. Und darum sind Tabellen, ich sage immer, meistens das Papier nicht wert, weil der Gehalt einfach so schwankt. Aber mit einem Essen, wir haben auch in unserem Blogbeitrag ein wunderbares Rezept, zum Beispiel ein Kohlrabi-Gemüse mit einem Hühnerfleisch. Das ist ein sehr histaminarmes Essen, wenn es frisch gekocht ist, kann ich das sehr empfehlen. Und gerade wenn der Darm die Ursache ist, dass dein Körper immer so mit Histamin geflutet ist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, befasse dich ein bisschen mehr mit 5-Elemente-Küche, mit TCM-Ernährung, wo die Bekömmlichkeit sehr im Vordergrund steht, weil dadurch kannst du dein Verdauungssystem, deinen Darm stärken. Dadurch geht das Histamin im Körper runter und die meisten meiner Kunden können dann in der Regel auch 1-2 Mal in der Woche ein paar Tomaten essen und haben dann meistens gar nicht mehr so ein Problem damit, weil der Körper nicht mehr so voll ist mit dem eigenen Histamin. Ja, und das ist eben das Wichtigste, was ich da mitgeben möchte. Gönn dir frisch gekochtes, gutes Essen und versuche ein bisschen rauszukommen aus all diesen Publikationen und Listen, die es gibt und baue wieder mehr Vertrauen zu deinem Körper auf. So in die Richtung, du sorgst gut für dich, du kochst gut für dich, du reduzierst deinen Stress und dann kannst du in der Regel fast alles wieder essen. Also Histaminintoleranz muss kein Dauerproblem sein. Aber hochwertige Mahlzeiten essen, Alkohol reduzieren, Medikamenteneinnahme, schauen, was ist notwendig, was kann man vielleicht reduzieren und vor allem darauf achten, dass du gut in dein Gleichgewicht kommst und bei Bedarf gerne auch eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen und unnötige Einschränkungen vermeiden, weil je mehr du weglässt, desto schwächer wird meistens der Körper. So, jetzt bin ich gespannt, ist das brauchbar, diese Information? Was nimmst du dir von heute mit? Was war neu für dich? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Was war heute neu oder Fragen? Gibt es eine Möglichkeit zu testen, wie voll der Körper mit Histamin ist? Also du kannst natürlich eine Blutanalyse vom DAO machen. Das ist dieses Enzym. Und wenn das sehr erniedrigt ist, dann zeigt es, dass der Körper überlastet ist. Es ist nur de facto so, also stell dir vor, du kommst völlig gestresst zu so einem Termin, dann schaut das anders aus, wie wenn du 2 Tage später nach dem Wochenende, also das ändert sich quasi stündlich. Deswegen sagen diese Werte so wenig aus. Seriöse Messung wäre, wenn du jetzt unter Normalbedingungen, du isst und trinkst alles, ja, möglicherweise auch mit Beschwerden.
Dann gehst du Blut abnehmen und schaust dir das DAO an. Dann achtest du 14 Tage auf deine Ernährung, wirklich histaminarm. Und nach 14 Tagen sollte eine Kontrollmessung gemacht werden, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Und das wird meistens nicht gemacht. Dieser eine Wert sagt quasi nur aus, was momentan Status ist. Und wie gesagt, wenn du völlig gestresst zu dem Termin hinkommst, hast du eine ganz andere Histaminkonzentration im Körper als 2 Tage später, wenn du erholt und ausgeschlafen bist. Und was eben auch wichtig ist, immer zu schauen, welche Beschwerden hast du. Aber noch viel wichtiger finde ich es, gleich mit dem Essen anzufangen. Also beim Histamin erlebe ich immer, zu mir kommen Leute mit so einem Berg Befunde. Die sind seit 2 Jahren unterwegs von einem Arzt zum anderen. Und sie haben Unmengen an Geld ausgegeben, haben viel Zeit gebraucht, haben einen Befund nach dem anderen, aber es geht ihnen noch immer nicht gut. Und ich höre mir halt ein bisschen an, wie ihr Alltag ist, wie das Ernährungsverhalten ist, und ich stelle sie sofort auf histaminarme Ernährung um, weil das ist das Problem. Du kriegst so einen Berg Befunde und keiner sagt dir, wie du im Alltag zurechtkommst. Und bei uns im Lehrgang ist eigentlich das Thema, was machen wir bei Verdacht auf Histaminintoleranz? Wir stellen sofort auf hochwertige Ernährung um und schauen nach 4 bis 5 Tagen, wie der Zustand ist. Und in der Regel ist er besser. Das heißt, wir kümmern uns gar nicht um die Befunde, sondern wir gehen sofort in die Lösung. Und das ist das, was ich wirklich empfehlen würde. Geh in die Lösung. Es gibt von mir auch ein Buch, Einfach essen, leichter leben bei Histaminintoleranz, Ernährung bei Histaminunverträglichkeit. Das ist quasi ein 4-Wochen-Programm. Das sind die ganzen Grundlagen, die ich da jetzt erklärt habe, auch in der Einleitung. Aber da hast du Rezepte für 4 Wochen. Und bei allen Beschwerden kann ich da empfehlen, ist einmal 2, 3 Wochen so. Und wenn du merkst, dass dir besser geht, dann bleib bei dieser Ernährung. Es nutzt überhaupt nicht, alles zu analysieren, alles zu testen. Du musst einen Weg finden, wie du dich gut ausgewogen ernährst, dass du ein gutes Energieniveau hast. Und ich sage immer, verschwende nicht deine Zeit, von einer Untersuchung zur nächsten zu laufen. Die Befunde sind falsch positiv, sie sind falsch negativ. Sie ändern sich, weil der Histaminzustand im Körper, der ändert sich stündlich. Und sie haben genau genommen nicht wirklich viel Aussagekraft. Also ich habe auch im Buch beschrieben, die Schwierigkeit, man kann keine seriöse Histaminbefundung machen zum derzeitigen Stand. Das ist hochkomplex, da gehen so viele Dinge hinein, und darum empfehle ich dir, kümmere dich um dein Essen, um die Stressreduktion, und es wird dir rasch besser gehen. Wirkt Stress? Ja, total, Anita. Habe ich ganz am Anfang gesagt, Stress ist der größte Trigger. Stress lässt die Histaminproduktion in deinem Körper ansteigen, und deswegen sage ich immer, kümmere dich darum, dass du eine gute Work-Life-Balance hast. Und ich sehe aber immer, dass die Menschen Angst vorm Essen haben, alles weglassen, statt den Stress zu reduzieren. Und Stress reduzieren bringt ganz rasch Erfolge. So, bei der Einnahme von Probiotics. Durchaus, also es kann sein, wenn im Darm bei dir Probleme sind, Anja, dann können die Probiotika überdosiert sein. Also möglicherweise, wenn du so Sachets hast, fangst du mal mit einem Drittel oder mit einer halben Portion an. Also es kann sein, wenn die sehr hoch dosiert sind, was grundsätzlich gut ist, dass es vielleicht, wenn schon eine Problematik da ist, dass es zu viel ist. Also am besten mit der Person, die sie dir empfohlen oder verschrieben hat, da ein bisschen abstimmen, was eine gute Dosis ist für dich. So, gibt es noch eine Frage? Für mich war das DAO als Enzym neu. Danke, war sehr spannend. Ja, freut mich, Saskia. Das ist der Plan, euch immer ein bisschen was Neues zu erzählen und vor allem vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel kriegen. Weil gerade beim Histamin geistert sehr, sehr viel herum, wo ich sage, das macht oft mehr Panik und Angst und löst dadurch sehr viel Stress aus. Ja, Histaminunverträglichkeit hat was mit Allergie zu tun, Elisabeth, weil wenn du eine allergische Reaktion hast,
produziert dein Körper Histamin. Also Histamin ist die Substanz, die bei Allergien ausgeschüttet wird. Darum kriegen ja zum Beispiel die Heuschnupfenallergiker und die Pollenallergiker Antihistamintabletten, um die körpereigene Histaminproduktion zu drosseln. Also Antihistaminika werden immer wieder gegeben, wenn Histaminüberschüsse im Körper sind durch allergische Reaktionen. Das ist der Klassiker. Ja. Und das ist eben dieses Thema, dass immer mehr Menschen im Darm Probleme haben. Dadurch steigen die Unverträglichkeiten und Allergien. Und deswegen haben wir so viel hausgemachtes Histamin im Körper. Und das ist ähnlich wie beim Weizen. Ich sage immer, es ist nicht der Weizen schuld, es ist auch nicht das Histamin in den Lebensmitteln schuld, sondern unser Lebensstil, unsere mangelhafte Ernährung, unser vieler Stress belastet unseren Körper so, dass halt auf einmal diese neuen Sachen wie Histaminintoleranz auftreten. Ja, Elisabeth, hochwertig essen, alles vermeiden, was die Allergien triggert. Und da müsste man aber individuell ein bisschen hinschauen, weil ich kenne den Konstitutionstyp nicht. Also erfahrungsgemäß haben die Allergien oft mit Hitzereaktionen zu tun. Das heißt, im Körper ist es zu trocken und deswegen schießt die Hitze dann über. Da müssen wir dann die Säfte aufbauen, damit die Hitze runtergeht. Also wir haben ganzheitlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Und wie gesagt, viel ist hier auch im Buch drinnen und diese 4-Wochen-Kur, um mal ein bisschen histaminärmer sich zu ernähren, ist natürlich bei Allergien eine sehr, sehr gute Basistherapie. Gut, schön, wenn es spannend war. Freue mich sehr, wenn ich euch was weitergeben kann. Und gerne unten in die Kommentare weiter reinschreiben. Das war ja jetzt live. Manche werden es erst nach anschauen. Und wir werden aber die Kommentare beantworten. Also wenn Fragen auftauchen, gerne, gerne melden. Und vor allem auch Eigenerfahrungen berichten. Wie geht es dir mit deiner Histaminintoleranz? Was hat dir gut getan? Ja, gut. Das Buch gibt es im Buchhandel, bei Amazon, bei uns, ist überall erhältlich. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn du nächste Woche, Mittwoch um 19 Uhr, bin ich immer live und erzähle etwas Spannendes. Du kannst mir auch gerne Themenvorschläge schicken, wenn du dich für ein spezielles Thema interessierst. Wir werden das Buch in den Chat stellen, machen wir, Elisabeth. Ja, danke für die Info, für die Anregung. Machen wir. Ciao!